Albert Schweitzer sagt, was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren. Manch einer kann aber auch Gutes hineingeben. Zum Beispiel in die Welt des Fußballs. Einen Ball in ein Tor. Und mit etwas Glück geht auch das nicht verloren. Bis zu Häfner und Häfner läuft jetzt auf das gegnerische Tor zu, ist schon im Strafraum, könnte schießen und Tor! Tor! Das ist der Olympiasieg. Das ist eigentlich das Spiel, wo ich, wenn ich jetzt den Reinhard Häfner im Nachgang, jetzt wo ich die Nachricht gekriegt habe von seinem Ableben, da kommt mir eigentlich immer ein Bild in den Kopf. Und das ist das 1976, als er dort so ein Riesen-Solo macht gegen Polen im Finale und er dann das Tor schießt und sich dann so übermächtig freut und an die Eckfahne rennt und sich dann hinschmeißt. Und das ist eigentlich das Bild, was fast alle im Kopf haben. Und so wollen wir ihn eigentlich auch im Kopf behalten. Reinhard kam ja als ganz junger Spieler zu uns, die Dynamo Dresden. Ich glaube, der war 19 und wir waren eine ziemlich gestandene Mannschaft, erfolgreiche Mannschaft. Und er musste auch erst einmal seinen Platz in der Mannschaft finden. Und er hat natürlich das dann nach einer gewissen Zeit auch schnell geschafft und war dann natürlich, sag mal, aus der Mannschaft nie wegzudenken. Ja. Ich denke, der Reinhard war ein Typ, den man durchaus lieben konnte als Fan, weil er eben so eine ästhetische Spielweise hat. Er machte auch Eindruck, er sah gut aus, war ein hübscher Mann. Und die Fans haben das natürlich akzeptiert. Vor allen Dingen hat er sehr viele Spiele für Dynamo gemacht. Wo ich die Mannschaft 86 übernommen habe, hat er noch ein Jahr mitgespielt und war so, ja, der Kapitän und war eigentlich auch ein bisschen so meine rechte Hand. Und ein Jahr später ist er dann mein Assistenztrainer geworden, ja. Der Verein wird geprägt von Personen, die die Mannschaft betreuen oder die das Umfeld organisieren und so. Und das ist natürlich manchmal auch an Personen gebunden, die keine Ahnung vom Fußball haben, die leichtfertige Entscheidung treffen, die falsche Entscheidung treffen, wo eben dann der Fußballverstand vielleicht von dem Reinhard Häfner auch, sagen wir, konträre Situation trifft und dass er die Trainerentlassung hatte. Also das hat niemand verstanden. Das kann man einfach nie nachvollziehen. Und das hat den Reinhard über Jahre beschäftigt, auch noch in der letzten Zeit, als er schwer krank war. Und trotzdem hat er das eigentlich richtig eingeschätzt, sagt, Dynamo Dresden ist nicht die und die Person, sondern Dynamo Dresden ist der Verein, der mich, sagen wir, hochgebracht hat, der mir die Möglichkeit gegeben hat, hier Fußball zu spielen, Nationalspieler zu werden. Und aus dem Grunde denke ich genauso wie er, dass er da die richtige Einschätzung getroffen hat. Das fand ich beim Reinhard gut. Er hat weiterhin zu Dynamo Dresden in Kontakt gesucht. Nach wie vor ist er, glaube ich, Ehrenspielführer gewesen bis zuletzt. Und der Tod hat uns natürlich alle irgendwie geschockt. Weil ich persönlich, ich habe eine Woche vorher mit dem noch gesprochen und habe gesagt, Reinhard, wie geht's? Und er sagt, naja, es geht ganz gut. Und niemand hätte daran gedacht, dass er da schon so eine Woche später tot sein könnte. Und deswegen war das eben dieser überraschende Tod war für uns alle schockend und unverständlich. Ich habe auch, als die Trauerfeier war, die sehr beeindruckend war, und als ich mich verabschiedet habe vom Reinhard, wo ich vor seinem Bild stand, ich sage, Reinhard, mach's gut. Und ich denke, er wird uns allen als Spieler und Mensch in positiver Erinnerung bleiben. Weil wir ihn mehr oder weniger alle gemocht haben.